Herzlich willkommen zu unserem Release-Video im Dezember 2022. Diesen Monat fällt das Release etwas kleiner aus, jedoch dürften Sie sich über diese Neuerung ebenfalls sehr freuen. Falls nur bestimmte Themen für Sie interessant sind, finden Sie unten in der Videobeschreibung Sprungmarken zu den einzelnen Themen. Den Anfang macht der OnOffice Messenger, den Sie auf der rechten Seite in der Quick Search finden. Über den Reiter Alle Kontakte und Nach Kontakten suchen können Sie direkt Makler kontaktieren, die ebenfalls OnOffice Enterprise nutzen. In dem nun neuen Pop-up lässt sich nach Namen, Vorname, Ort und der jeweiligen Firma filtern. Die Neuerung hierbei ist jedoch eine neue Spalte mit Icons, die Ihnen verraten, wie intensiv der gesuchte Makler in den Bereichen Immobilien, Adressen und Aktivitäten mit OnOffice Enterprise arbeitet. Die Idee zu dieser Funktion stammt vom OnOffice Beirat. Auslöser ist die geänderte Marktlage, bei der Gemeinschaftsgeschäfte an Bedeutung gewinnen. Über den Chat können Sie sehen, sofern aktiviert, wer viele Immobilien für Gemeinschaftsgeschäfte freigeschaltet hat und wie aktiv der Partner ist. Über den OnOffice Messenger können Sie sich direkt mit dem betreffenden Makler per Videomeeting absprechen. Der Austausch der Immobilien erfolgt wie gewohnt über das OnOffice MLS. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich vorab mit Kollegen über Gemeinschaftsgeschäfte auszutauschen. Wenn Sie mit der Maus über ein Icon gehen, erhalten Sie direkt Informationen, in welchen Bereichen der Makler als Profi oder Experte ausgewiesen wird. Die genauen Werte für die Zuweisung der einzelnen Stufen für Profi und Experte finden Sie in der Videobeschreibung. Die Einstellung für die Messenger-Suche finden Sie in Ihren Benutzereinstellungen unter Extras, Einstellungen, Benutzer. Unten bei den Impressumsdaten finden Sie die Checkbox für die Messenger-Suche. Wenn Sie für Gemeinschaftsgeschäfte oder sonstigen Austausch mit Maklern verfügbar sind, aktivieren Sie die Option Sichtbar in Messenger-Suche für alle OnOffice-Benutzer. Die nächste Optimierung finden Sie bei den Immobilien. Bei kleinen Bildschirmgrößen mit einer Breite von mindestens 1024 Pixel konnte es bislang bei der Immobiliendetailansicht im Reiter Interessenten zu Darstellungsfehlern kommen. Das Verhalten der Tabelle für kleinere Bildschirme wurde nun optimiert, sodass die einzelnen Menüs und die Aktionsleiste jetzt korrekt dargestellt werden. Wechseln wir in den Reiter Grunddaten. Finden Sie die nächste Anpassung unter den Adresszuordnungen. In den Kategorien Käufer, Mieter und Interessent werden nun die Benutzerrechte für das Lesen des Datensatzes berücksichtigt. Besitzt ein Benutzer nicht das Recht, eine Adresse einsehen zu können, wird der jeweilige Datensatz ab sofort auch in den Adresszuordnungen ausgeblendet. Entziehe ich somit dem Benutzer das Recht, eine Adresse, die hier verknüpft ist, einzusehen, verschwindet der jeweilige Datensatz aus der Adresszuordnung. Die nächste Anpassung finden Sie unter dem Reiter OWA. Falls Sie für eine Immobilie ein Baujahr eingetragen haben, wurde bislang für die Restnutzungsdauer unter der Kategorie lineare Abschreibung ein negativer Wert eingetragen. Die negative Restnutzungsdauer verfälscht hierbei jedoch die Rechnung einer Sachwertanalyse und führt zu falschen Ergebnissen. Da das Baujahr oder das fiktive Baujahr im Falle einer Modernisierung für die Ermittlung des Sachwertes zwingend notwendig ist, ist die Angabe des Baujahrs nun verpflichtend. Der Text Restnutzungsdauer erscheint nun somit in roter Schrift, wenn das Baujahr nicht befüllt wurde. Nutzen Sie bereits Faktura, wechseln Sie zu einer Adresse und der Kategorie Faktura. Für die nächste Anpassung erstelle ich eine Einmalzahlung über Anlegen, Faktura und Einmalzahlung. Wähle ein Konto aus, deklariere diese Zahlung als Provisionsabrechnung und verknüpfe eine Immobilie. Ab sofort können Sie die Anzahl als Dezimalstellen innerhalb einer Buchung oder eines Artikels eintragen. Stelle ich nun also die Anzahl auf 2 und speichere diese Buchung ab, finde ich unter dem Reiter Faktura meine Buchung mit der Berechnung des Rechnungsbetrags. In diesem Fall war der Preis auf 2000 Euro gestellt und durch die Menge steht der Gesamtbetrag auf 4000 Euro. Last but not least gibt es eine Anpassung für die Mandantenmakros. Für den Fall, dass Sie das Feld für Ihre Webseite in den Gruppen oder Grundeinstellungen nicht befüllt haben, wurde bisher bei der Verwendung des Makros MDT-URL dennoch ein Wert ausgegeben. Dieses Verhalten wurde mit diesem Release angepasst, sodass die Ausgabe nun leer bleibt, wenn Sie keine Webseite ausgeben möchten. Und das war's auch schon mit unserem Dezember-Release. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen schreiben Sie mir gerne in die Kommentare und über Feedback würde ich mich selbstverständlich ebenfalls sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal.